Okay. Die nerven natürlich wie immer. Ignoriert ist mal doof, weil die rennen halt einen auch mal permanent bis zum Ende hinterher manchmal. Nicht immer, manchmal. Kampfmusik. Jetzt ignorieren wir es aber. Achso, wir müssen ja zu DK. Also ist nicht viel mit ignorieren. Wir können es probieren, weil von rechts kommen natürlich wieder die Banditen. Das ist halt doof beim Vorlesen. Wir probieren es mal, wie weit wir kommen. So, es sieht aus, als wenn wir wo bleiben. Dich habe ich gesucht. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Ich glaub's nicht. Du bist durch die Höhlen voller Skeg-Scheiße gewartet, damit ich im nächsten Jahr nicht verhungere. Das nenne ich Nachbarschaftshilfe. Du sollst das hier haben. Komm in ein paar Monaten wieder, dann koche ich dir meinen berühmten Klingblumen-Eintopf. Naja. Oh, ne. Seht ihr? Mal 3. Ist noch nicht Maximum, aber schon sehr gut. Alles klar, da ist ja mein altes Bein. Sieht ein bisschen angekaut aus, aber ich glaube, ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Auch eine sehr schöne Schrotflinte. Und ein weiteres Level up. Oh, ups. So, gucken wir mal. Ja, wir machen es voll. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, vielleicht. Ja gut, das ist Schwachsinn. Das hier werden wir vielleicht noch machen. Und dann gehen wir hier rüber. Hey, falls du mal irgendwas brauchst. Irgendwas. Okay. Anscheinend haben die Banditen sich tatsächlich um die Skeks gekümmert. Jetzt sind wir mit 9 Toast dran. Jetzt bin ich mal gespannt. Wobei ich erstmal nach einer besseren Waffe mich umschauen möchte. Weil Bonehead ist nämlich doch schon ein bisschen härter. Ach, Schaden, ne? Das ist nämlich nichts. Ach, Schaden. Ach, und das haben wir ja noch hier eine Quest zum Abgehen. Es gibt neue Jobs! Mithilfe der Daten aus den 3 Rekordern konntest du folgende Nachricht rekonstruieren. Ihr Faulpätze wollt euch Sledge Manor anschließen? Schön, schlagt ein Lager in Skekali auf. Diese Firestoner werden sich in die Hosen machen, meine Güte. Es klang, als wäre dieser Sledge die eigentliche Bedrohung. Also wurde es doch klar, das wusste ich noch nicht mehr. Das ist gut. Schön. Gucken wir mal. Die Automaten was Schönes haben. Gar nichts. Toll. Oh. Schön gegen Mikrofonständer gekommen. Okay. Schnell ist die Waffe. Lassen wir erstmal. Weil. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Gucken, ob ich damit jetzt klarkomme. Nein, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, Bonehead ist nämlich nicht gerade ganz so einfach. Ach, ich hätte mal Munition neu kaufen sollen. Ja, das mache ich noch. Nachdem ich die Idioten hier gekillt habe. Na, wir kommen schon. Das bräuchte ich mich dann doch schon. Ach, Mensch. Ja, ihr seht schon, ungenau ist wie Sau. Aber gut. Ja, Munition brauche ich. Das wird sonst nichts.
So. Dann gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen mit dem Setup, was ich jetzt hier habe. Bin ich mal gespannt. Bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Da hinten ist er. Nee. Da ist er. Versuchen wir mal mit Bomben. Ich kann mit Granaten voll zu. Oh, okay. Ja. Das habe ich gerade nicht erwartet. Da haben die Betty Bouncing-Granaten echt gerade Wunder geholfen. Oh, da kommt ein knallharter Psycho. Die sind in der Regel gar nicht so problematisch, weil sie ziemlich behäbig und langsam sind. Da kümmere ich mich. Oh, aber wenn sie einen treffen, ist es schon nicht ganz ungefährlich. Man merkt, die Waffe macht nicht mehr so viel Schaden. Nun, brenn doch mal. So, jetzt ist er alle nicht. Okay. Ziemlich ekelhaft. Ein kleiner Arm und ein riesiger Arm. Bonehead hat auch übrigens eine sehr coole Waffe. Der bleierne Wind, eine SMG, die mal 2 schießt. Auch sehr ungenau, aber wirklich nicht schlecht. Werden wir aber nicht benutzen. Auch für den Anfang ziemlich cool. Man könnte es alles, wie gesagt, jetzt schon nutzen. Da ich aber meine Pistolenfähigkeiten hier aufbauen möchte, wie gesagt, nutze ich sie jetzt nicht. Warnung, nicht von der Catch-a-Ride-Einheit entfernen, da es sonst zum Ausrüstungsausfall kommen kann. Steht drauf, ganz klar. Hol. So, hier kommt man so ein bisschen zurück nach Firestone, glaube ich, genau. Könnt ihr euch sogar hier hochklettern und da zurückgehen. Wollen wir aber nicht. Toilette, genau. Oh, na klar. Ihr Arschgeigen. Da kommen die nächsten. Am laufenden Band wieder. Na toll. Na, noch einer? Schau, kommt da noch einer. Seht ihr? Was soll der Schwachsinn? Und noch einer auf einmal. Aber hier ein Triggerpunkt ist. Ja, gut. Ging ja recht flott, von daher. Soll's mich nicht stören. Reparieren wir mal die Catch-a-Ride-Station wieder. Siehst du, es passt genau hier rein. Kann jeder Affe. Hör zu, danke für deine Hilfe. Ich besorge dir ein kostenloses Fahrzeugkonto. Dann hast du eine Karre, bis meine Dankbarkeit verflogen ist. Jetzt hast du alles, was du brauchst. Du musst noch ein Hindernis überwinden, um aus Firestone zu entfliehen und Sledge verfolgen zu können. So. Seine Banditen haben auf der Hauptstraße ein Tor errichtet, um zu
zur Steuerung zu gelangen, musst du die Rampe hinauffahren und über eine Rinne springen, die sie Pisswash nennen. Ist das ekelhaft, ey. Dann kannst du sie aus dem Hinterhalt angreifen und das Tor öffnen. Pisswash. So, und Claptrap hat uns gerade gesagt, dass wir hier neue Missionen haben. Werden wir uns natürlich holen. Scooter lässt euch die Pumas fahren, ja? Weißt du, was lustig wäre? Straßenkills. Über jedes lebende Ding zu fahren, das dumm genug ist, vor unsere Kühlergrill zu laufen. Aber ich glaube, du bist zu zart beseitet. Ich wette 500 Credits, dass dir der Mumm fehlt, einen Straßenkill durchzuziehen. Glaubst aber selber nicht. Hier spricht Patricia Tennis. Und ich spreche jeden an, der nicht nur Stroh im Kopf hat. Ich habe 5 Datenrekorder in Arid Badlands versteckt und will sie wieder haben. Hör dir jede Aufzeichnung an. Dein Echo-Gerät wird alles aufzeichnen. Sobald du alle 5 Aufnahmen zusammen hast, musst du sie auf das schwarze Brett übertragen. Musst du. Diese Quest werden wir erstmal ruhen lassen und erst später machen, weil man weil man dazu komplett das ganze Arid Badland durchqueren muss. Und ich möchte es gerne in einer Reihenfolge machen. Das erste ist vorbei. Gucken wir mal ganz kurz. Okay, das erste können wir. Ach nee, das machen wir zusammen. Also ignorieren wir das erstmal. Und machen uns ein Fahrzeug. Am liebsten mag ich eigentlich die schwarzen. Nehmen wir mal den. Oh Mann. Das ist ein echtes Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutz mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. Ja, weil. Und auch diese. Ups. Diese Waffe ist so genial. Aber gut, wir wollen ja Roadkills machen. Ups. Da haben wir schon mal den ersten. Gleich doppelt. Vorhin einen sollten wir machen. Ja, jetzt sollen wir auf einmal doch 10 machen. Wir haben schon die Wette gewonnen. Das ist das Tor. Ziemlich mies. Den Typen da aufgespießt. Die müssen uns sogar nur manchmal anrennen, dann sind sie auch schon so gut wie tot. Ziemlich überpowered, die Autos hier, aber gut. Das geht halt auch an den Lebensreserven des Autos. So, wir killen mal noch ein paar, weil die nerven sonst. Okay. Das ist die Pisswash übrigens. Bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galle gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. So, wie sollen wir hier hin? Oh! Ist der tot? Alter Schwede, ja, der ist tot. Ja, die sind noch Skeks, aber die lassen wir erstmal noch. Sledge hat alles getan, um Reisen zwischen Firestone und New Haven zu verhindern. Aber jetzt gibt es ein Hindernis weniger. Die Leute können sich wieder frei bewegen. Kehre zu okay, Sedge zurück. Komm wieder her. Ich hab was für dich. Ja, das wollte ich gerade vorlesen. Kehre zu Sedge zurück und teile ihm mit, dass du das Catch-a-Ride repariert hast.
Dass du das Catch a Ride reparierst, ich dachte, da kommen noch mehr. Er wird sich darüber freuen. Quetsche ihn ein bisschen aus. Er wird dir sicher etwas für deine Mühen ausspucken. Wenn nicht, kannst du ihm bestellen, dass Scooter ihn persönlich besuchen will, um ihm eine Abreibung zu verpassen. So, gucken wir mal, was war denn. Na gut, ich habe gesagt, das hier möchte ich noch schaden und Nachladegeschwindigkeit. 8% gar nicht mal so schlecht. Für den ersten Mal. So, dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Und es ist eine recht wichtige Belohnung. Von daher freue ich mich tatsächlich schon drauf. Machen wir erstmal die Quest. Haha, das war jeden Cent wert. Aber sei vorsichtig, Scooter versteht keinen Spaß. Er hat mir meine Catch-a-Ride-Erlaubnis entzogen, nachdem ich mit zu vielen blutverschmierten Pumas zurückgekommen bin. Es ist eigentlich ganz witzig, weil hier stehen jetzt keine Namen da, wer dieser Auftraggeber ist. Ich vermute aber ganz stark, den lernen wir später noch kennen. Ich will es jetzt schon mal spoilern. Naja, es ist kein Spoilern. Ich kann euch schon mal einen Namen verraten, der kommt noch später vor. Ist jetzt nichts großartig Wichtiges. Ich denke, dass das hier Lucky ist, der uns diese Aufgaben übergibt. Von daher werdet ihr später sehen, wer Lucky ist. Dauert eigentlich nicht allzu lange, bis wir Lucky kennenlernen. Schockartefakte verbessern deine Fähigkeiten mit der Kraft der Blitze. Die Schlüsselkomponenten eines solchen Artefakts ist der Schockkristall. Ich kann dir ein solcher Artefakt machen, aber du musst die Kristalle besorgen. Begib dich zur Lost Cave und schieß auf Kristallklumpen, um die herauszubrechen. Hüte dich vor den Banditen, die sich in der Höhle aufhalten. Ach, gar kein Problem. Machen wir gerne. Was uns hilft, natürlich. Schade, dass in der Nähe der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Shep. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Echt hart. Dieser Shep ist ein guter Typ. Wäre schön, wenn du ihm helfen würdest. Ich mache nicht gern Komplimente, aber das war gut. Die hiesigen Bewohner meinten, du hättest die Barrikade beseitigt und wärst nach New Haven abgehauen. Ich wünsche dir wirklich Glück, aber es wimmelt noch von Banditen in dieser Gegend. Sledge ist noch immer da draußen und unter uns gesagt. Ich bewege meinen Hintern nirgendwo hin, bis ich genau weiß, dass ich nicht aufgespießt werde. Jetzt habe ich einen Waffenslot endlich mehr. Jetzt habe ich 3. Ich glaube, du kannst Sledge jetzt jagen. Du findest ihn vermutlich in der alten Headstorm-Mine, aber du kannst dort nicht einfach so hereinspazieren. Die Mine ist fest verschlossen. Wenn es einen Weg dort hinein gibt, kennt ihn Shep Sanders. Er war Vorarbeiter bei Dahl, bis sie von hier abgezogen sind und ihn zurückgelassen haben. Du findest ihn bei der Kreuzung. Er behält dort die Banditen im Auge. Dahl, wie gesagt, wieder ein großer Waffenhersteller und Minenbaufirma. So, ach, das ist immer das Gleiche. Das ändert sich aber gleich. Ups. Munition für die Pistole. So, toll. So, das ist natürlich schön hier. Dreimal die gleiche Waffe. Na, wir verkaufen mal. Ja, wir haben immer noch die gleichen Waffen. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwas Besseres droppe. Dieser Mann, Sledge, hat etwas, das wir brauchen. Du musst es dir holen. Sledge ist ein übler Typ. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Wow. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ja, wir gehen erstmal zu Shep Sanders und dann kümmern wir uns um die Schockkristallernte, würde ich sagen.
Oder? Nö. Ach so, doch, müssten wir eh. Wenn du Behandlung brauchst, immer rein spaziert. Okay. Hallo, mein Freund, ich bin Chep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Substation, achso, und der Headstone-Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor Dahl sich vom Acker gemacht hat und die Banditen hier eingezogen sind. So, dann machen wir die erste Quest an. Du wirst Sledge aus der Headstone-Mine vertreiben, was? Schön für dich. Tja, du bist wohl verrückt, aber ich lasse dich nicht in den Regen stehen. Du brauchst den Schlüssel. Zuletzt habe ich ihn unten im Büro der Sephir Substation gesehen. Allerdings werden die Banditen etwas dagegen haben. Du siehst, dass Chef Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Dass du ihn findest. Eine ganze Schar von Wrecks umkreist noch immer die Windturbinen der Sephir Substation. Vorerst mögen die Banditen die Turbinen kontrollieren, aber ich werde sie zurückerobern. In der Zwischenzeit kann ich keine Wrecks gebrauchen. Die Räder fliegen und das Equipment beschädigen. Daher möchte ich, dass du den gesamten Schwarm vernichtest. Einer der jüngsten Banditenangriffe hat alle Windräder bei Sephir Substation stillgelegt und fast den gesamten Strom in der Region unterbrochen. Die Banditen ziehen sich jetzt zurück, also brauchen wir jetzt jemanden, der die Windräder wieder in den Betrieb nimmt. Derjenige muss die Turbinenbremse lösen und den Hauptschalter umlegen. Und derjenige werde wahrscheinlich ich sein.